Ey, ganz ehrlich, ich feiere die Hip-Hop-Kultur. Mhm. Ganz klar, ich komme daher und so. Und ich höre ja auch, ich höre auch richtig schönen Trap, wenn ich Bock drauf habe. Mhm. So, für mich ist es aber nicht, also für mich selber ist es nicht mehr interessant, einfach nur Hip-Hop zu machen. Ich will, keine Ahnung, also das klingt immer blöd, so, ja, sein eigenes Ding machen. Das sagt ja eh jeder. Das ist ja, aber ich kann es halt auch nicht beschreiben. Ich will halt irgendwo dahin, wo ich dann sagen kann, ey, so irgendwie mit 37 ist es auch ein bisschen komisch, dann zu rappen. Und das sagt man nicht Jay-Z. Ach, ja, Jay-Z spielt aber in einer anderen Liga als ich. Ja, okay. So, KRS-One habe ich gerade wieder rappen gesehen. Den, ja, das finde ich halt, ja, so? Das finde ich zum Beispiel so semi-cool, Alter. Ja. Also, muss ich nicht haben unbedingt. Obwohl KRS-One natürlich auch eine Legende ist. Mhm. So, da kann man es ja noch verzeihen. Für mich ist aber nicht interessant, also ich will so lange wie möglich Musik machen. Das heißt, ich muss mich in eine Richtung entwickeln, wo ich dann auch mit 40 vielleicht noch Musik machen kann. Und das geht auf jeden Fall weg von diesem Hip-Hop, wie man ihn normal macht. Das ist dann dieser übliche, das übliche ist nicht negativ gemeint, Entwicklungsprozess, den ja viele Künstler schon gemacht haben, aus den, aus diesen vielleicht dann auch Zwängen oder Kosmos. Ja, aber das war ja meistens Scheiße, Alter. Ja, das ist immer ein Problem. Ja. Ja, genau. Und genau da sehe ich auch ein bisschen immer so eine Kritik, ja, weil sich einfach ausbrechen wollen, nicht mehr diese Hip-Hop-Kosmos, ich will was anderes machen, dann probiert man sich ganz viel und bei der Hälfte funktioniert es und die Hälfte scheitert kläglich. Ich sage, bei 5% funktioniert es und bei 95% ist es scheiße. Okay, warum bist du dir sicher, dass es bei dir funktioniert? Weil ich es kann. Nein, Punkt. Aber nee, so, weißt du, ich weiß immer, was ich kann und was nicht. Und ich bin mir selbst gegenüber auch immer kritisch und ich habe eine sehr, sehr gute Selbsteinschätzung. Ich habe zum Beispiel mein erstes Demo abgegeben, da muss ich halt wieder diese Bushido-Kiste rausholen. Ich habe mein Demo dann abgegeben, als ich dachte, okay, ich höre mir jetzt gerade ein Album an von einem Künstler, der schon existiert, daneben spiele ich mein Demo ab. Ist das gleichwertig? Vorher habe ich es nicht rausgegeben. Mhm. So. Okay. Und genau das ist das Ding. Wenn ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass das geil ist, dann scheiß auf meine Selbstverwirklichung. Ja. Mhm. Wann war denn bei Exit dieses Gefühl da? Denn es gab ja auch im Prozess auch ein bisschen holperige... Ja, beim ersten Mal, weil, die halt, weil keiner der Parteien irgendwie Ahnung hatte von der Mucke, die der andere macht. So, das ist halt ganz normal, da kam halt nur Kram raus, bis auf einen Song eben. So, das war Dunkelhell, weil der erste Song, der funktioniert hat. Okay. Und dann dachte ich mir, ey, siehst du, den einen haben wir auch hinbekommen, dann werden wir doch andere auch wieder schaffen. Und dann ab der zweiten Session einfach, wo ich mir dachte, so scheiß jetzt auf alles. Mir egal. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die Jungs und auf unsere Umgebung und auf das Gefühl, das wir gerade haben. Und dann machen wir Musik. Mich interessiert das nicht, was für Absatzzahlen wir haben oder wo wir charten werden. Scheiß drauf. Jetzt natürlich im Nachhinein nicht so. Im Nachhinein ist es ja wieder Business. Ja, ist ja klar. Ja, aber ich in dem das Moment habe ich es geschafft, so abzuschalten und keinen Gedanken darum zu verlieren. Für den Prozess wahrscheinlich das Beste. Genau das. Im Nachhinein musst du immer ans Business denken. Jetzt ist so eine Mischung aus, der eine ist Rapper und dann bekannt, dominant. Ja, Ego schiebt er weit vor sich her und dann kommen Musiker dazu. Immer das, da gibt es immer diese Problematik. Ja. Wer hat so ein bisschen das Ruder in der Hand, wer dominiert, wer darf sich am Ende auch am meisten ausleben. Und dann entsteht entweder Musik, die extrem Jam-Charakter hat, wo dann der Künstler total in ein komplett neues Gewand gelegt wird. Ja. Oder der Künstler dominiert auch ein bisschen durch seine Aura, durch sein Ego, das gesamte Projekt. Was glaubst du, was zählt für Exit? Ey, ich glaube, wir waren alle krass gleichberechtigt, oder? Also, ich hab... Ja. Zustimmendes Nicken. Ja. Also ich habe keine Ansagen gemacht. Ich hab, Max hat mir immer Skizzen gegeben. Die waren halt, das bestand meistens aus Piano und Drums. Das war's aber auch. Vielleicht ein bisschen Bass drunter oder eventuell noch eine kleine Gitarre. Und da habe ich mir die Skizzen ausgesucht. Dann habe ich angefangen zu schreiben und meinte, okay, könnt ihr das noch ausproduzieren? Und die haben oben eben produziert, das war ja das Coole. Und ich saß unten im Wohnzimmer und habe geschrieben. Dann bin ich halt manchmal hoch und habe wieder gehört, was die machen. So, habe denen auch wieder Sachen von mir gezeigt, wie ich mir das vorstelle, vom Rap her. Und das war ein ständiger Austausch. Und da war jeder gleichberechtigt. Also wenn die zu mir gesagt hätten, ey, das geht jetzt aber gar nicht klar, das finden wir nicht cool,
habe ich gesagt, okay, cool, dann lass uns irgendwo in der Mitte treffen. Und so war es auch bei der Musik. Das Ganze klingt, ich versuche ein richtiges Wort zu finden, es klingt recht ähnlich. Es gibt einen klaren Ton, also eine klare Stimmung, die sich im Prinzip von Song 1 bis 17 durchzieht. Mhm. War es von dir dominiert, dass es so passiert, oder ist es aus dem Prozess heraus entschieden, dass du irgendwie vielleicht auch die Künstler um dich herum gesagt haben, lass das doch mal laut werden und so, nein, das geht inhaltlich nicht oder so? Nee, gar nicht. Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir mit so wenig wie möglich Instrumenten und das vor allem Hardware, das war halt wichtig, ein Album machen. So. Ja. Dass wir verschiedene Songs machen, aber immer wieder der gleiche Synth, die auftaucht, die Gitarren auftauchen und auch die Drums. So hat man früher Mucke gemacht. Im Studio stand früher nicht viel. So. Ein Keyboard, Gitarren, ein Bass, Drums. Und dann ist die Frage, was man daraus macht. Genau. So, dann musst du halt gut sein. Wenn man das Album hört, ist dann schon immer eine sehr... Also ich war bedrückt, als ich das Ganze durchgehört habe. So, ich habe mich am Ende schwermütig gefühlt. Echt? Ja. Ich gar nicht. Das hatten wir letztes Mal schon genauso übrigens. Das letzte Album war ähnlich. Aber bei Exit noch weniger. Also ich dachte mir, boah krass, habe ich jetzt erstmal so ein positives Album hingeballert. Ja, für positiv haben wir vielleicht das. Du musst mal die nächste EP hören. Die ist wirklich traurig, Alter. Na gut, aber was ist denn, wenn man sich mit so einem Künstlerkollektiv zusammensetzt? Das was streichen wir vorne, dann ist es ja auch ein Findungsprozess, wenn das nicht nur ein Produzent ist, sondern eine ganze Gruppe, geht es um Zwischenmenschliches, und das ist ja gerade bei Musikern dann sehr wichtig. Ja, es ist so, produziert haben wir es ja unter wenigen Leuten. Also die Hauptakteure waren halt Max, Jan und ich. Dann war noch Jonathan dabei teilweise, und Raff hat uns dann halt die 808s drunter geballert und so, dass es noch ein bisschen einen Hip-Hop-Einfluss hat. So, das war eigentlich die Hauptgruppe. Aus dem Kollektiv war dann natürlich hin und wieder Ben da, der jetzt auch natürlich auch in der Band spielt. Und Eve hat das Cover halt handgemalt. So, das, so. Wie würdest du dann aber zusammenfassen, wenn ich es in einen Halbsatz packe, in Wallis hat? Mich geprägt auf jeden Fall. Mich geprägt und mir einen neuen Weg aufgezeigt und mir auch den Spaß in der Musik richtig zurückgegeben. Ja? Ja, voll. Wir haben das Album gemacht, ich wollte gar nicht aufhören. Wir haben direkt einen Monat später eine EP noch aufgenommen und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt direkt mit den Boys wieder ins Studio gehen und könnte weitermachen. Ach, die haben wahrscheinlich irgendwann einfach keinen Nerv mehr, ne? Ich weiß nicht. Du bist auch ein bisschen cholerisch manchmal im Studio, habe ich mir mal sagen lassen. Ja, aber diesmal war ich brav. Es gibt immer ein paar Aussetzer, ganz klar. So, ich bin halt sehr emotional auch, aber es war alles so entspannt, die ganze Arbeit war so entspannt, dass mich das voll runtergeholt hat. Ja. Jetzt bist du aber natürlich der Kopf der ganzen Geschichte. Das wird auch, denke ich, noch so ein kleines bisschen so bleiben. Du sagst zwar selber, du willst dich ins Kollektiv verziehen, aber du bist nun mal das Zugpferd. Dann hast du, ich glaube, das war diese schöne Splash-Cover-Story, da gibt es dann diese kleinen Button und dann hat irgendeiner, die Medien sind kacke oder alle Medien sind scheiße, das sagst du. Nee, das haben sie halt rausgeschnitten. Ich habe ein Interview gegeben und dann ging es um die Medienlandschaft in Österreich. Und jetzt gebe ich mal einen Halbsatz vor, dann kannst du einsteigen. Die Medien sind... mittlerweile cool. So, siehst du den braunen Rand, weil ich meinen Kopf dicht im Arsch stecken habe? Nee. Also ich hatte früher ein Problem mit den österreichischen Medien, auf jeden Fall. Habe ich teilweise immer noch. Aber es funktioniert jetzt schon cool. Ja. Ja? Ich habe mich damals immer ein bisschen missverstanden gefühlt oder auch nicht genug beachtet. So, ist mir jetzt mittlerweile erstens egal und zweitens funktioniert es ja jetzt auch so. Deswegen sehe ich die Sache halt auch anders. Ich weiß nicht, wie das als Künstler ist, wenn man unterwegs ist und dann von unterschiedlichsten Medien zu dem befragt, was man macht und meistens eben missverstanden wird. Ja, guck mal, bei mir war das Problem, gerade in Österreich jetzt. Ich könnte mich jetzt hinstellen, wie es so manch einer tut, und sagen, ich bin der erfolgreichste österreichische Rapper. Ich war der erste Österreicher, der überhaupt mal die Tür aufgestoßen hat für Österreich, auf Juice-Cover war und bla bla und so weiter und so fort. EMAs, bla. So könnte ich mich hinstellen. Habe ich jetzt gerade leider getan, aber ich muss es einfach... Wir haben es on tape. Ja, ich muss es einfach mal sagen. So, können wir auch so Buttons machen?